wunderschönes Wetter, die Ruten sind im Wasser, die Fische beißen und wir sind hier mal wieder am Wolchow auf 71-100 und was das heißt, sollte jedem klar sein. Und wenn es dir noch nicht klar ist, was das heißt, hier an dieser Position zu angeln, jetzt sieht man es nochmal besser, 71-100 ist, würde ich sagen, der wichtigste Spot, um auf die Z-Fische zu angeln. Zerte, Zobel und Zope, sie wechseln sich gerne mal ab und natürlich auch auf unterschiedliche Köder. Es bimmelt hier schon die ganze Zeit fleißig. Aber so richtig bissfreudig bzw. bissentscheidungsfreudig sind die immer mal wieder nicht. Das heißt, man geht ran und aha und sie zuppeln aus. Die brauchen halt gerade manchmal ein bisschen länger, aber wenn sie dann reinrasseln, dann geht das auch ganz gut. Was haben wir denn hier wieder Schönes? Guck mal da, Alter. Bäm. 600 Gramm Zerte. Die kann auch noch schwerer. Die Zerte unter den ganzen Z-Fischen ist die schwerste. Die schwerste von den ganzen Z-Fischen oder kann bis zur schwersten heranwachsen. Und zwar, wie gerade schon gefangen hier, bis zur Trophy über 1,6 Kilo. Das kann ja natürlich auch passieren. Das heißt, dementsprechend das Setup natürlich zusammenbauen. Tendenziell alles natürlich sehr zart, sehr fein. Hat den Vorteil, man kann hier sogar mit seinem Anfängerset, was man sich vielleicht mit Level 8 oder so zusammengekauft hat, mit den kleinen Sorrentos und der Sparkrolle, könnte man hier entspannt auf Z-Fische angeln. Wenn man mit Level 20 noch nichts anderes zusammen hat als dieses Setup, dann ist das durchaus eine Möglichkeit. Was man sich vielleicht noch dazu holen sollte, wenn die Kohle schon reicht, ist ein sehr schön dünnes Vorfach. Gerne im Bereich von, sagen wir mal, riskant von 2, bis 4,4 vielleicht vom Vorfach. Also eher ganz leicht und zart. Und dann allgemein zum Testen auf die Z-Fische eher mit einem 12er Haken. Also auch da eher einen richtig schönen kleinen Haken verwenden. Und wenn man dann merkt, alles klar, die Z-Fische, die lüppen, dann muss man halt schauen, geht man jetzt eher auf diesen großen, wie jetzt gerade im Moment, auf die Zerte? Oder wenn vielleicht Zobel eher beißt, geht man vielleicht sogar noch zarter dran. Dann vielleicht das Vorfach anstatt 4,4 vielleicht doch nochmal ein bisschen feiner wählen und in Richtung 2, gehen. Weil Zobel und Zope dann doch ganz vorsichtig sind. In den letzten Monaten war das immer mal wieder so, dass sogar die 1, Vorfächer ganz gut funktioniert haben. Also ganz hart in den Drill könnte man dann gehen, wenn vielleicht mal eine Brasse oder sowas drauf einsteigt, wird das schon mal gefährlich. Jetzt hier bei der Zerte. Bei der Zerte ist es eher unkritisch. Wenn wir mal gucken, jetzt hier vom Gewicht. Die sind, ja, ich sag mal so zwischen 500 Gramm bis halt über ein Kilo, bis in den Kilobereich rein. Das heißt, wenn man jetzt hier entspannt mit einem 4 Kilo Setup steht, dann geht das natürlich ganz gut. Von den Routen her bin ich jetzt hier eingestellt auf die Winkelpicker. Das heißt, klar, mit meinem hohen Level habe ich mir natürlich schon hochwertigere Routen gekauft. Zusätzlich natürlich auch Routen, die auch schon einen Bonus haben auf die Angelmontage, die ich verwende. Man kann hier sehr gut mit der Inline-Montage angeln. Aber wenn man zum Beispiel seine Punkte geskillt hat in die Schlaufenmontage, dann macht das natürlich auch Sinn, die Schlaufenmontage zu verwenden. Ausprobieren, haut einfach die Montage rein, skillt einfach die oder die ihr geskillt habt, diese Montage einfach verwenden, fertig ist. Was ich jetzt gemacht habe hier,
ist, weil der Fisch halt relativ groß ist und weil die Borkenkäferlarve vom Haken her bis zu einem 6er Haken zulässt. Und wenn man jetzt in die wöchentlichen reinschaut und man sieht, dass die Zerte komplett mit Borkenkäferlarve gefangen wird. Das heißt, sämtliche Trophäen wurden mit Borkenkäferlarve gefangen. Das heißt, ich nehme mir einfach den ultimativen Köder, den es gerade gibt. Es gibt gerade keinen besseren anscheinend. Schnapp mir aber auch gleichzeitig den größten möglichen Haken und baller raus. Und das Ergebnis war, zack, gerade eben schon die erste Trophy. Ich bin sehr zufrieden damit, hat also funktioniert. Von der Schnur her können wir gleich auch noch mal gucken. Guck mal, Zope sogar. Ha, bisschen klein. Die sieht auch so geil, ne? Schön schwarzer Lackschuhfisch. Sehr, sehr, sehr cool, ey. Sehr, sehr geil. Zope, ja, tendenziell eigentlich eher auf noch zarterem Setup. Aber nehmen wir natürlich auch gerne mit. Also vom Setup her, beziehungsweise von der Schnur her, bin ich jetzt hier auf Fluorocarbon komplett Schnur. Muss man nicht machen. Auch das ist wieder ein bisschen übertrieben. Man kann auch einfach eine normale Monoschnur nehmen und dann haut man da nochmal ein Fluorocarbon-Vorfach drauf. Schön entspannt mit, ja, wie gesagt, 4 Kilo, 4,4, 3,7. Also ein leichtes Vorfach da einfach drauf und dann lüppt das schon. 6er Haken, wie gesagt, habe ich verwendet, weil größtmögliche für die Borkenkäferlarve. Und ja, in dem Fall jetzt halt kein Vorfach, weil ich halt das Vorfachsmaterial komplett schon verwende. Ne? 20 Gramm Blei habe ich geklippt. Nö, ich baller gerade einfach so raus auf ein 20 Gramm Blei. Ich kann aber gleich gerne mal gucken, wie weit das ungefähr geklippt ist. Ich schätze, das wird so um die 25 Meter werden das sein. Testen wir aber gleich mal. Ja, von den Ködern, wie gesagt, einfach ein bisschen rumprobieren und vor allem immer mal wieder hier in die wöchentlichen Rekorde reinschauen. Wöchentliche Rekorde in Deutschland. Die beiden Sachen sollte man anmarkern. Dann einfach gucken. Ganz nach unten sind die ZZZZ-Fische. Zope am Wolcho. Guck mal da, Alge, die Seealge funktioniert immer noch. Vielleicht auch auf Kaster mal probieren. Zobel scheint sich momentan am Donetz zu verlaufen. Da kann man es dann natürlich auf diesen Z-Fisch probieren. Und die dicke, fette Zerte am Wolcho hier bis zu 2 Kilo schwer. Richtig, richtig schön. Das macht dann natürlich Bock. Aber hier alles, wie gesagt, komplett auf Borkenkäferlarve. Und wenn das so eindeutig ist, dann muss man das natürlich ausprobieren. Ja. Ich habe jetzt hier einmal noch einen Achterhaken drauf. Genau, mal ein bisschen kleiner. Achterhaken mit Borkenkäferlarve. Und ansonsten die Sechserhaken. So, probieren wir nochmal ein bisschen aus. Bisher war es ganz okay. Kohlemäßig übrigens, warum lohnt es sich, auf diese ollen kleinen Fische zu angeln? Weil die kohlemäßig unnormal reinbringen. Die belohnen übelst. Das heißt, gerade auch Zobel und Zope, die eben so im, keine Ahnung, im 500-Gramm-Bereich halt richtig, also schon zweistellig dann geben, das macht halt richtig Spaß dann, ne? Wenn man davon ein paar hat. Jetzt im Moment ist gerade, merke ich gerade ein bisschen Flaute. Heute Nacht war es gar nicht verkehrt, also auch in der Nacht lief es ganz gut. Gucken wir mal, was da jetzt geht. Na, schauen wir mal. Und da geht er rein. Aber auch eher ein bisschen was Lüttes. Vielleicht mache ich hier auf der Route gleich doch noch mal einen Kaster. Wieder Zope. Wieder Zope. Schon interessant, ne? Auf dem Achterhaken sogar. Ich mach mal einen Kaster drauf.
Clip jetzt hier auch mal. Machen wir mal die 20 Meter rein. Ja, also die 20 komme ich auf jeden Fall dann in den Clip. Bei der 25 habe ich den Clip mit dem 20 Gramm Blei nicht gepackt. Das heißt also, irgendwo zwischen 20 und 25 Meter in dem Bereich wird das schon funktionieren. Wenn ihr nicht zwingend klippen wollt, wie gesagt, 20 Gramm Blei dran, dann lübt das schon. So, wir haben es ungefähr 18 Uhr. Es zuppelt langsam wieder los. Zwischendrin war jetzt nicht ganz so viel. Bisschen was an Kleinkram war dabei. Dann hatte ich ja jetzt hier nochmal den Köder gewechselt. Ich hatte ja den Caster hier drauf. Und tja, was passiert natürlich mit dem Caster? Es beißt sofort random. Es beißt zum Beispiel ein olles Rotauge dann mit drauf. Ist nicht so ganz sexy. Auch das Gebimmel jetzt gerade hier, ewig langes Rumgezuppel. So ein Rotauge mag das anscheinend. Die Rotaugen können sich immer schwierig entscheiden. Auf den beiden anderen Routen hier war jetzt gerade eher ein bisschen Flaute. Keine Z-Fische. Aber wie gesagt, ich hatte auch gerade die meisten Bisse eher zum Abend hin. Das heißt, gucken wir mal, ob das jetzt wieder gleich losgeht hier auf die Z-Fische. Ob die jetzt die Zerten da jetzt gleich reinrasseln, das wäre natürlich super. Tatsache. Oh, was ein zarter Biss. Kaum Bewegung. Das ist ja krass. Fast wie so ein Döbel. Beißen und liegen bleiben. Bäm, die nächste Zerte. Das ist ja ein Dingen. Das ist ja ein Dingen. Immer noch Biss. Auch hier. Das ist ja erstaunlich. Da kann es natürlich dann ganz übel zu Ausschlitzern kommen, wenn man einfach nicht merkt, dass da ein Fisch dran geht. Also nochmal wichtiger, einfach zwischendurch kontrollieren. Und wenn ihr die Routen halt nicht hochheben wollt, eben auf diesen Infotext gucken. Noch gibt es diesen Bug, muss man schamlos ausnutzen, dass es da zuppelt. Ich hatte jetzt hier mittlerweile mal Alge drauf gemacht. Vielleicht geht ja hier nochmal eine Zope drauf. Fehlt mir immer noch als Trophy. Zope bisher immer noch nicht bekommen. Auch wenn es da zwischendurch mal wirklich gute Frequenzen gibt bei den Z-Fischen. Aber die Zope wollte noch nicht. So, jetzt wandert da schon wieder die Schnur so ein bisschen. Gucken wir mal, was da noch als nächstes reinrasselt. Sehr zaghaft gerade. Das ist ja eigenartig. Das war doch gerade nicht so. Es kann natürlich auch sein, dass die jetzt mit den komplett größeren Haken, dass die da schon irgendwie schwer zu schlucken dran haben. Und dementsprechend, dass da vielleicht ein bisschen weniger los ist. Oder dass das eher ein bisschen abflutscht. Kann natürlich sein. Geringere Frequenz durch dicker, fetter Haken. Wie gesagt, normalerweise geht man mit 12er Haken hier dran und nicht mit 6er Haken. Und das ist natürlich schon ein Riesenunterschied, auch von der Frequenz. Und ich sehe es auch hier von der Frequenz. Es ist deutlich weniger als sonst. Aber nichtsdestotrotz, die Trophy ist im Sack. Alles richtig gemacht. Also wenn man mal eine Trophy haben will, ran da. Ansonsten reicht wahrscheinlich auch vielleicht ein 12er Haken oder für die Zerten vielleicht eher einen 10er Haken, dass man da so ein bisschen auf eine etwas höhere Frequenz kommt. Weil letzten Endes muss das Ganze ja auch noch ein bisschen Kohle bringen, ne? Und da zieht er sogar schon ab. Und der zieht er sogar schon ab. Das war jetzt schnell. Das ist sehr schön. Jawohl, es ist gerade schön dunkel geworden, gerade so der Übergang von 22 bis 23, es wird gerade sogar nochmal dunkler, schön bewölkt und ab geht es. Was haben wir? Nee. Die wunderschöne Jungbrasse. Und weiter geht's.
Und da haben wir eine Zope. Richtig, richtig geil. Schön die Zope auf Alge allerdings gefangen. Und das Schöne für mich auch ganz interessant, ein dicker fetter Haken. 349 Gramm Zope ist schon mal richtig sexy. Das Ganze allerdings jetzt, wie gesagt, gefangen mit einem 8er Haken. Das ist mal gar nicht so schlecht, ey. Ich würde sagen, den einen Fisch, den nehmen wir jetzt nochmal mit. Gucken gleich nochmal in den Kescher rein, was das Ganze so gebracht hat. Und vor allem auch ins Café gucken wir gleich nochmal. Da gab es gerade schon den kleinen Hinweis aus dem Community-Chat. Alden Trophy Zerte ist im Café. Das ist natürlich immer praktisch, wenn man so geile Angelkollegen hier hat. Das ist halt sehr, sehr geil, wenn sowas aus der Community kommt. So, gucken wir mal eben hier nach. Der will nicht. Da will auch nichts. Es ist tatsächlich ein bisschen Flaute eingetreten. Das heißt, entweder liegt es am Wetter, gerade war noch so ein bisschen Sonnenschein. Oder es ist einfach eine halbe Stunde gut und danach Flaute. Wer weiß es schon. Probiert es aus, würde ich sagen. Testet es selbst, ob da was geht. Wie gesagt, die Montage und das gesamte Setup ist nicht so aufwendig. Man muss es halt nicht übertreiben mit solchen Bunisan-Winkelpicker. Geht natürlich sehr gut damit. Aber genauso kann man sich hier auch mit einer fetten Karpfenrute hinstellen oder mit einer ollen Fiederrute. Hauptsache, wie gesagt, auf Grund und dann lüppt das hier schon ganz gut. Ab ins Café. So, und dann kommen wir auch schon hier an im Café. Gucken wir mal eben rein und da ist sie, 1,5 Kilo Zerte. Schönes Ding, 1,5 Kilo Zerte. Nehmen wir natürlich gerne mit, die Trophy zu 76 Silber. Kratsching! Sehr, sehr schön. Zobel, 3 Stück mit 210 Gramm, waren heute leider nicht dabei. Vielleicht gleich nochmal testen auf einem anderen Köder. Und ich sehe gerade auch Aufträge, die man super hier am Volcho abkassieren kann. Das sind diese beiden Laubendinger. Einfach mit der Stippe hier vorne direkt um die Ecke am Steg. 5 Stück mit 34 Gramm, 7 Stück mit 79. Das ist ein bisschen schwieriger, aber die beißen halt auch. Kleinen 20er Haken und dann gib ihm. Einfach hier vorne am Steg. Zack, die Stippe auswerfen, treiben lassen, dann lüppt das schon. Gucken wir gerade mal sonst so in den restlichen Kescher rein. Und dann haben wir hier insgesamt, ja, das ist so die Beute. Ungefähr 150 mit der Trophäe. Ohne Trophäe, sagen wir, ja, wäre das Ding unter Trophy-Größe gewesen, wären wir bei knapp 100 Silber gelandet. Heute nicht so mega erfolgreich, es war halt ein bisschen Flaute, aber ihr seht hier auch nochmal den Unterschied. So einen kleinen 350 Gramm Fisch für 22 Silber und daneben die 1 Kilo Zerte, wo dann halt die Kilo Zerte gerade mal 12 Silber bringen. Das heißt, immer schön Auge machen auf die Zopen und die Zobel, wenn die reinrasseln, Gas geben, richtig schön Gas geben. Und rausziehen die Brocken. So, verkaufen, kratsching, weiter Kohle machen, weiter angeln, Petri ihr lieben, den Kanal abonnieren, Daumen da lassen und so Sachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.